Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bioshock Infinite. Wir sind jetzt hier in Downtown Emporia angekommen. Wir müssen immer noch von Columbia flüchten und wir sind hier gerade in diesem formschönen Aufzug unterwegs zu Downtown. Oder zum Downtown? Irgendwie sowas. Hier wieder die Maus ein bisschen zu heftig eingestellt. Die Vox nehmen hier alles auseinander. Alter. Ja, hier sind wieder die Schienen. Aber wir gehen natürlich direkt mal runter und gucken, was hier so rumliegt. Ja, wir haben letztes Mal gemerkt, dass dadurch, dass wir ein neues Zeittor geöffnet haben, dass alles nicht viel besser geworden ist, sondern insgesamt eigentlich ein Stückchen obskurer und eigentlich auch, ja, wie gesagt, das Gleiche in Rot oder in Grün rausgekommen ist. Weil beide radikal vorgehen und jetzt hier auch alles zerstört wird. Obwohl wir eigentlich nur helfen wollten. Aber so ist das ja häufig bei solchen Geschichten. So. Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Und wir kämpfen hier immer noch gegen diese komischen, teufelmäßig aussehenden Figuren. Ich treffe gerade gar nichts. So ein Bongo, ey. Meine Fresse. Nein. So, erstmal weggeschleudert. Köder. Okay, das ist neu. Ah, erstmal. Oh. Ach ja, man kann die Projektile ja auch zerstören. Komm her. Nicht weglaufen. Ja. Brauchen wir gerade eine andere Fähigkeit. Und zwar nehmen wir... Ach, warum nicht? Bam. Weg die... Lol. Nein. Feuer können wir auch noch nehmen. Blitze. Nehmen wir jetzt Feuer. Auch schon lange nicht mehr benutzt. Brenne. Boah. Ah, tot ist er. Das hier? Eine Öllache. Okay, das wäre mit Feuer natürlich super gewesen. Oh, hier liegt noch ein bisschen was rum. Holt ihn aus der Deckung. Wo bist du denn? Ja, sicher bettel ich um meinen Tod. Hier, Booker! Na also. Wo denn? Komm her, du Sack! Ich sehe den irgendwie nicht. Weg wieder rum. Ach, da. Mein Gott. So, meine Lieblingsfähigkeit wieder. Geh fliegen. Die ist wirklich sehr mächtig, die Fähigkeit. Hab Weiße entdeckt. Irgendwie. Vielleicht sollte ich gerade mal umsatteln auf... Elektro. Mehr hab ich nicht. Stirb! Okay, ich brauche eine andere Waffe. Elizabeth. Geht klar. Mal gucken, ob man hier noch irgendwo was anderes findet. Ach, da oben sind auch noch welche. Herz oder Liebst. Oh, wow, wow. Mein Gott. Ein bisschen Speed geben hier. Komm da runter. Was? Handyman können Skylines unter Strom setzen und so alle schädigen, die sie benutzen. Halte dich von ihnen fern, bis sie nicht mehr unter Strom stehen. Oh, ich glaube, das ist ein guter Tipp. LOL. Okay. Das war jetzt aber ein bisschen spät. Ja, sicher, so ein Handyman, ey. Ja. Ungünstig. Um das mal freundlich auszudrücken. Erstmal abhauen. Nein! Warum kannst du die Dinger unter Strom setzen, du Sack?
Zack, erstmal hier oben drauf. Fliegt hier rum. Ah, ein Snipergewehr. Wo ist das Vieh? Ist mir das nachgekommen? Lol, der ist mir nachgekommen! Verpiss dich! Ja, sicher. Alter, bleib doch mal stehen! Okay, ich muss weg. Okay, vielleicht haben wir gleich mal eine Verschnaufpause. Aber der Typ geht mir richtig auf den Sack gerade. Der will auch zum Verrecken nicht sterben. Ich brauche einen Lein. Ja. Bam, Junge. Nicht der Big Daddy Penner da. Wo ist er? Wo ist er denn? Lol, da ist er. Bleib stehen. Oh. Nicht gut. Nicht gut. Oh. Mein Gott, der ist echt stressig, der Typ. Da ist er wieder. Boah, da muss ich irgendwie noch eine andere Fähigkeit für finden, für diesen Sack. Kann man den denn für sich selber gewinnen? Jawohl, down ist er. Oh, der explodiert. Munition, hier. Ja. Bedarf? Prima. Oh Mann. Warte mal, der hat noch irgendwas dabei gehabt. Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung. Ja, okay, das wissen wir ja. Neu, Hemd Pyromane. Bei Nahkampfschaden 50% die Chance, Feinde in der Nähe zu verbrennen. Mhm. Was haben wir denn gerade drauf? Schockjacke. Nehmen wir mal mit. Aber nicht anziehen. Okay, jetzt brauchen wir ein bisschen Leben. Heilung. Fahren wir mal ein bisschen. Jetzt haben wir ja keinen mehr, der die unter Strom setzt, die Leitung. Hoffe ich mal. Jetzt wäre irgendwie Medizin ganz gut. Ach nee, wir sind wieder voll. Okay, das habe ich nicht bemerkt. Nein, ich wollte doch eigentlich nach oben. Und direkt mal hier runter. Hier steht auch noch einer oder was? Hier sind nur Salze. Okay. Eine Panzerfaust liegt da hinten. Elizabeth. Die nehme ich doch. Und wo kommen denn die Schüsse von da vorne, Alter? Nimm das. Mein Gott. Nein, ich wollte doch da hoch. Weiß nicht, ob diese Lenkmunition so gut tut. So, komm, jetzt erwischen wir den Typen nochmal. Jetzt schnappen wir uns hier einen Sniper und dann kriegt der erstmal ordentlich einen drauf. Bam! Genau getroffen. Können wir eigentlich noch den Gewehr hier machen. Aber die Sniper ist natürlich wesentlich cooler. Hä? Jetzt kämpft er auch nicht mehr gegen mich. Jetzt gleich wieder. Oh, er hat sich selbst in die Luft gesprengt. Hammergeil. Okay, aber das Sniper-Gewehr nehmen wir jetzt noch nicht mit. Da ist die andere Waffe schon praktischer. Ja, es war jetzt ein bisschen turbulenter Start. Aber ja, wieder herzlich willkommen zu Bioshock. Wir sind immer noch mit Elizabeth unterwegs und suchen Comstocks Haus oder wollen in Comstocks Haus. Weil wir dort die Lösung und eine Möglichkeit sehen, von hier zu verschwinden. Ob wir so schnell verschwinden werden, halte ich für fraglich. Weil es gibt einige Probleme, die wahrscheinlich Elizabeth nicht loslassen will. Also sie ist ja auch hier aufgewachsen und so, wahrscheinlich hängt sie schon ein bisschen an dem Ort hier. Auch wenn sie hier trotzdem weg will. Aber halt aus anderem Grund, weil sie hier festgehalten wurde.
wie das mit dem Songbird aussieht. Den haben wir aber in der letzten Folge auch nochmal von nahem bewundern dürfen. Ist mir auch noch nicht so richtig klar. Weil sie sagt ja, es ist fast ein Freund für sie. Und ja, ein Freund bringt man ja nicht mal eben so um, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Deswegen, ja, weiß ich noch nicht genau, was das geben soll. Aber wir werden es jetzt erleben. Ja, so mal gucken hier auf dem Schiff. Ist hier so ein Luftschiff. Fahren die eigentlich ohne gesteuert zu werden? Ist ja seltsam. Okay, wo müssen wir denn hin? Hier gibt es ein Tor. Und da oben gibt es ein Tor. Jetzt ist die Frage, was das Richtige ist. Huch. Ach, das fliegt jetzt weg. Na dann. Schloss knacken. Hier ist ein Schloss. Ja. Dann mach mal, Elizabeth. Elizabeth. Vorhin in dem Laden, was du da von mir verlangt hast. Reden wir nicht drüber. Nein, was hat das Ding dir angetan? Wenn es mich zurückbringt. Das ist der Tod, Mr. DeWitt. Oder etwas so ähnliches, dass es keinen Unterschied macht. Mhm. Ja, der Vogel scheint, sie scheint trotzdem nicht zu dem Vogel zu wollen, aber ihn umzubringen hat sie, davon hat sie uns zumindest abgeraten. Naja. Wir werden sehen, was kommt. Fähigkeiten. Boah, gibt's richtig viel zum Upgraden. Was? Verbilligter Versand. Erhöht die effektive Reichweite. Ich würde ja eigentlich am liebsten den Schock upgraden. Da war irgendwie eine Schock, ein Schock-Upgrade. Schockkettehilfe. Erhöht die Dauer von Betäubungen oder was? Nee. Hier. Verleiht die Fähigkeit, Blitzschläge von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Das hört sich ziemlich gut an, finde ich. Das nehmen wir. Können wir noch nicht nehmen. Na. Müssen wir noch warten. Aber ich habe letztes Mal schon gesagt, darauf wollte ich sparen, weil das hört sich irgendwie interessant an. Und praktisch. Fahren wir nochmal nach oben. Weil da war ja auch eine Tür. Ah! Springen wieder zurück. So. Machen wir hier auch nochmal die Tür auf und gucken mal. Was für dich. Ach nee, ah, okay, hier brauchen wir richtige Dietriche für. Das heißt, hier ist wahrscheinlich eher ein Geheimgang als da unten. Ah ja, das ist so ein geheimer Raum. Sieht jetzt zwar nicht so besonders aus, aber gut. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Kann man hier hoch? Ah, kann man. Hier oben ist allerdings auch nichts viel Interessanteres. Hier gibt es noch Kisten. Oh, hier ist noch ein Voxophon. Voxophon. Ja, ein paar haben geschrieben, ich sag mal Voxophon, das stimmt. Das stimmt. So. Hören wir uns das doch mal an. Das ist von wem? Ich hatte das Atom mitten in der Luft festgehalten. Kollegen bezeichneten mein Lutesfeld als Quantenlevitation. Aber das trifft es nicht. Levitation, das klingt nach Verkehren und faulem Zauber. Mein Atom sank nur einfach nicht nach unten. Wenn man ein Atom unendlich lang in der Luft halten kann, warum dann nicht auch einen Apfel? Und wenn einen Apfel, warum dann nicht eine ganze Stadt? Ah, okay, diese Rosalind, oder wie die hieß, ist diese Technikerin, die dafür zuständig ist, dass diese, die Technik dafür erfunden hat, dass diese Stadt eben schwebt. Und ja, wir haben ja schon letztes Mal mitbekommen, die sind so ein bisschen irgendwie noch in der Welt drinne, aber nicht richtig lebendig. Die wirken wie so Roboter. Und das Ding ist, sie hat anscheinend so ein Quantenleviationsatom oder sowas gefunden. Levitation bedeutet ja quasi schweben. Das heißt, ist irgendein Atom, was hierfür sorgt, dass diese Stadt schwebt und nicht diese Mechanik in dem Sinne. The Founders will bleed. Ja. Ja, hier sind die ganzen Vox Populi oder wie die heißen, sind hier durchgekommen und haben natürlich schon alles verwüstet. Vielleicht haben wir noch Glück und wir finden noch irgendwas Sinnvolles hier. Oder hier, was ist das denn? Huch. Okay. Was ist das denn Geiles? Zurück zum Absender. Press to
generate a magnetic shield. Hold to absorb damage and release to throw it back. Okay, das hört sich ziemlich geil an. Hold and release to create an explosive trap. Ja, diese Traps mache ich viel zu selten. Da muss ich mal so dran denken, ehrlich gesagt. Das ist ja bei jeder Fähigkeit, gibt es ja so eine... Booker, ein Lockpick, her damit. Was? Ja, danke, dann geht doch der weg. Ja. Gibt es ja so eine zweite Fähigkeit, und das ist diese Falle. Und jetzt kriegen wir einfach mal so eine ebene Fähigkeit. Gucken wir uns das gerade mal an. Zurück zum Absender. Okay, wie awesome sieht das denn aus? Nice. Was macht die denn? Ich dachte jetzt, man könnte irgendwie die Kugeln vom Gegner anhalten. Das wäre auch ziemlich geil gewesen. Nee, wir kaufen uns gerade erstmal nichts. Wir wollen ja gleich erstmal diese Schockfalle da upgraden. Es hört sich schon wieder nach Kampf an, was hier kommt, die Musik. Das hier ist so ein Stadtplan. Wo sind wir denn jetzt gerade? Gibt's hier nicht... You are here? Okay, irgendwie anscheinend nicht. Lol. Ja, ich komme hier rein und die fangen direkt an, mich abzubordern, natürlich. Los. Oh, da sind Sniper. Alles klar. Ach so, das ist auch ein Schutzschild. Und wenn ihr jetzt auf mich schießt, oder was? Okay, doch nicht. Alles klar. Ich habe mich vertan. Elizabeth, hier ist noch so eine... Ach so, im Kampf knacken nicht möglich. Da müssen wir gleich da... Alter, was ich hier gerade für ein Damage bekomme. Okay. Ich muss ein bisschen aufpassen. Alter! Wow, 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 wow. Ja, danke. Das habe ich... Genau das habe ich gebraucht. Jo, der ist down, der erste Sniper. Warte mal, ich könnte den ja auch hier hinziehen, wenn das von der Reichweite her geht. Ja, das geht. Na, du Penner? Ja, er damit. Okay. Haben wir jetzt noch ein paar Sniper hier, oder was? Alter, ja, haben wir. Okay. Den hole ich mir nochmal hier ran. Ja, die ist echt praktisch, die Fähigkeit. Auch. Also, sie haben alle so ihre Daseinsberechtigung. Die sind je nachdem super praktisch in verschiedenen Levelabschnitten. Sind wir gerade von hier unten gekommen? Ja. Okay, hier ist ein Präzisionsgewehr. Das hätte ich direkt mal von Anfang an mitnehmen sollen. Da oben sitzt einer. Der kriegt jetzt direkt gesickt. Junge. Ist jetzt Ruhe? Mein Gott. Nervigen. Okay, jetzt bin ich anscheinend nicht mehr im Kampf. Die Musik ist auch nicht mehr so treibend. Kann man jetzt das Ding knacken? Hast du das geknackt? Echt? Ah, ja. Dieses olle Schloss? Erledigt. Aha. Oh, hier scheint ein größerer Bereich zu sein, in dem man geheim entdecken kann anscheinend. Oh, da kommen auch direkt ein paar Gegner. Ah, nimm erstmal den Haken hier. Ab mit dir. Ja, das nennt man Genickbruch, Junge. Ja, lass mich doch mal in Ruhe nachladen das nächste Mal, Mensch. So, hier oben ist wieder so ein Porträt. Alter, wie sieht der denn aus? Dann schießt man noch ein drittes Auge, komm. Okay, es ist kein Auge geworden. Eher so ein Horn geworden. Ein Loch, Horn, oder wie auch immer. Okay. Geht's hier denn irgendwo noch weiter? Oder war es das jetzt hier schon mit dem geheimen... Ach nee. Aber das steht unter Strom. Kann man da so einfach runtergehen? Anscheinend. Aber hier ist nichts. Mensch, Elizabeth, wo hast du uns hier reingeführt? Das ist ja wohl läppisch. Hier ist ja gar nichts. Wofür habe ich das jetzt geknackt hier? The Emporia Towers.